Die Wasserfreundinnen sind zurück in der Wasserball-Bundesliga und wollen da weitermachen, wo sie letztes Jahr aufgehört haben, nämlich ganz oben. Nach der Saisonpause und der Europameisterschaft in Ungarn soll beim ersten Heimspiel im neuen Jahr ein Sieg her. Bereits am Samstag konnten die Wasserfreundinnen auswärts mit einem klaren 17:9 Sieg über die Wassersportfreunde aus Hannover 2 Punkte einfahren. Wir wollten das Spiel natürlich gewinnen, haben wir auch klar gemacht, aber wir wollten da an unseren Schwächen arbeiten und da müssen wir definitiv auch weiterarbeiten. Dabei machen die Spandauerinnen ihrer Favoritenrolle alle Ehre. Bereits nach wenigen Spielminuten hat sich die Mannschaft von Markus Stamm eine Führung erspielt, die sie bis zum Ende nicht abgibt. Vor allem schnelle Abschlüsse bringen die Spandauerinnen nach vorne und die Torfrauen Viktoria Chamorro und Alina Wittmann geben der Abwehr Halt. Doch trotzdem bleibt Luft nach oben. Ich denke, wir haben sie schon dominiert. Wie gesagt, wir haben aber leider doofe Fehler in der Verteidigung gemacht, einfache Tore bekommen. Am Ende gewinnen die Spandauerinnen mit 23:10. Beste Werferinnen bei den Spandauern, Nicole Wunder und Mannschaftsführerin Belen Vosseberg, jeweils beide 6-mal für ihr Team treffen. Damit können sich die Wasserfreundinnen über ihren 5. Sieg im 5. Spiel freuen und haben somit ihren Platz an der Tabellenspitze weiter ausgebaut. Als nächstes treffen die Spandauerinnen auf den ETV Hamburg, aber sie blicken dem Spiel zuversichtlich entgegen. Ich denke, dass wir da auf jeden Fall als Favoriten ins Spiel gehen. Die haben gestern unentschieden gegen Heidelberg gespielt und demnach denke ich, dass wir da gute Chancen haben. Die Wasserfreundinnen sind erfolgreich zurück in die Liga gestartet, weiterhin ganz oben, aber ganz sicher hungrig auf mehr.